Moin moin Leute, Jawohl. heute geht's weiter mit einer, ja, simlischen Sims-Folge und ich verfolge gerade Vanessa, die sich was dreckiges Geschirr aus dem Kühlschrank holt und aufräumt. Heute darf Caleb, ja, dran glauben. Ich würde nämlich gern mal ein Umstyling an ihm vornehmen. Und versuche ihn jetzt mal möglichst schnell hierher zu bekommen. Und da ist er auch schon. Weil ich seine Kleidung ein bisschen alt finde. Ich weiß auch nicht so recht. Auf jeden Fall würde ich gern. Wir können das erste Outfit ja mal drin behalten und können dann einfach mal gucken bei einem zweiten, was da so alles drin wäre. Oh. Mit langen Haaren. Kurzen, wow. Ja, ich würde nämlich einfach mal gern die Haare durchgehen, die Kleidung durchgehen. Die Haare würden ihm eigentlich ganz gut stehen. Schick. Ich muss natürlich immer darauf achten, dass die Farbe gleich bleibt. So. Also es sind auf jeden Fall interessante Frisuren dabei, aber einige machen ihn einfach wie 40 oder so. Die Haare finde ich auch cool, aber die passen zu ihm als Typ nicht. Okay, wir gucken einfach mal weiter. Ja. Er ist wirklich so leichenblass vor allem. Ist das jetzt seine. Das ist seine dunkle Form, okay. Dann nehmen wir bei der dunklen Form einfach das. Und bei der nicht dunklen Form. Was anderes. Okay, da ist er 60. Da sind seine Haare komisch. Nee, nee, nee. Obwohl. Okay, die Haare sind nicht hässlich. Die finde ich auch cool. Oh Gott. Jetzt unterhalten wir uns hier die ganze Zeit über Frisuren. Nee. Die finde ich schön, aber nee. Nee, Gott, Zopf nicht. Die Haare sehen einfach bescheuert aus, die will ich nicht. Nee, oh Gott, die auch. Das sieht ja noch okay aus. Da sind so tolle Haare bei, hat man das Gefühl. Die Haare sind auch schön. Aber ich würde gerne die hier nehmen. Ich habe schon mal Haare gefunden. Das sieht zwar ein bisschen. So, die? Nee, die hier. Okay. So, jetzt darf seine Kleidung dran glauben. Also. Kleidung aus. Oh. Und schaut euch mal an, wie trainiert er ist. Wow. Dem wird auch alles stehen, habe ich das Gefühl. Ja. Ihm steht auf jeden Fall alles, was wir da haben. Also von daher brauchen wir uns keine Sorgen über Kleidungswahl machen, denn er kann wirklich alles tragen. Das finde ich ganz schön. Und jetzt noch eine Hose. Ja. Naja. Na gut. Blau. In Schwarz. Die Schuhe sind noch so ein bisschen komisch. Daran kann ich mich nicht dran gewöhnen. Ich muss hier mal andere Schuhe verpassen. So. Sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Der kriegt hier ja wirklich ein Komplett-Umstyling, wenn er unbedingt Ohrringe tragen möchte. Kann er ja ein bisschen unauffälligere Ohrringe tragen. Ich würde aber sagen, wir machen auf jeden Fall noch ein zweites Outfit für ihn, denn er muss ja mal wechseln können. Wie wird er eigentlich mit Bart aussehen? Das würde mich jetzt nur noch mal interessieren. Der Bart sieht einfach komisch aus und sieht aus wie 30. Der ist schick. Das sind coole Bärte. Aber was ich mich jetzt gerade frage, trägt der Make-up? Tut er. Ja, er trägt Make-up. So. Jetzt sieht er auch normal aus. Jetzt sieht er gar nicht mehr so gruselig aus. Oh je, oh je. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Ich werde immer noch gucken.
Nee, ich finde die Haare besser. Ich guck gerade noch mal diese einen. Ja. Irgendwelche Haare hatte ich hier eben, die gefielen mir ganz. Ach, die. Nee. Na gut, dann nehmen wir erstmal die kurzen hier. Obwohl die mit diesen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nee. Dann nehmen wir doch erstmal die von hier oben, würde ich sagen. Ihr könnt mir ja mal sagen, oder die? Nee, die. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr von diesen Haaren hier haltet. Wenn sie euch nicht gefallen, können wir die ja nochmal ändern. Und die müssen wir dann ja auch für die hier nehmen. So, und jetzt müssen wir noch ein zweites Outfit zusammenstellen. Das ist die Schwierigkeit. Was soll er denn tragen? Vielleicht den Anzug hier? Die Hose passt ja sogar schon fast. Vielleicht in Grau. Nee. Schwierig, was da an Hosen so sind. Einige Hosen sehen vor allem extremst komisch aus. Wie die. Gibt es auch normale Hosen? Normale Hosen. Hallo, ich suche normale Hosen, die nicht komisch aussehen. Hilfe. Selbst die sieht komisch aus. Nee. Komisch, gibt's hier keine normalen Hosen? Oh. Die Hosen sehen alle schauderhaft aus. Wir nehmen ein anderes Oberteil. Nee. Obwohl eigentlich. Lässt ihn so schmal aussehen. Ja, vielleicht das. So ein Oberteil habe ich tatsächlich auch zu Hause. Also so eins. So eins auch, aber. Ja, und sowas habe ich auch zu Hause tatsächlich. Also es ist ganz interessant. Tatsächlich habe ich auch solche Sachen im Kleiderschrank. Vielleicht in. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und jetzt müssen wir nochmal gucken von der Hose her. Können wir sonst vielleicht auch die nehmen? Die sieht komisch aus, aber die können wir nehmen. Ja. Okay. Ein Rock. Ja, total. Gerne, ich wollte einen Rock haben. Ich suche jetzt gerade wieder, wo war die Hose? Da. Gibt sie vielleicht auch noch in einer anderen Farbe? Ja, die gibt es sogar noch in Schwarz. So, in Rot. So, und jetzt noch andere Schuhe. Dann nehmen wir irgendwie Turnschuhe. So, dann bin ich erstmal mit dem zweiten Outfit zufrieden. Wie sieht es denn aus? Dann können wir tatsächlich erstmal das hier löschen. Wie sieht denn das aus, wenn er Sport macht? Da müssen wir seine Haare auf jeden Fall ändern. Dazu. Und dann finde ich das okay. Beim Schlafen müssen wir natürlich auch die Haare ändern. Und vielleicht können wir noch irgendwie. Nee. Ah, die hier. Ja, das sind natürlich immer sehr schicke Boxer-Shorts hier. So, oder die Hose. Können ja sonst erstmal so in Boxershorts, das passt schon. Jetzt müssen wir natürlich hier auch noch. Oh, wir machen hier ein Komplett-Umstyling. Oh je. Oh je, oh je, oh je. So. Die Weste finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht. Sie sieht halt ein bisschen alt aus. Ich guck gerade, gibt es noch irgendwo eine neuere Weste? Ich habe sonst auch nichts gegen die Weste so, aber sie sieht halt ein bisschen alt aus. Oh. Ein bisschen mehr. Die ist nicht schlecht, aber ich dachte.
die finde ich eigentlich nicht schlecht. Jetzt noch eine andere Hose vielleicht. Gibt's da nicht so eine passende Set-Hose? Da. Wow. So. Ja. Ja, das würde gehen. Oh. Oh, in Rock. Oder in seiner Hose. Wow. Die Jeans ist sogar in Ordnung. Gibt's die? Ja, gibt es. Okay. Die Hose sieht komisch aus. Die sieht extrem komisch aus. Vergesst, was ich gesagt habe. Die sieht komisch aus. Warum habe ich nicht... Achso, es ist nicht Geschlechter gefiltert. Nochmal gucken. So. Schwierig. Ich hätte gerne einfach eine Jeans. Das würde es mir nämlich einfach machen. So. Nicht so eine Jeans. Die. Und jetzt irgendwas Schlichtes. Keine Ahnung. Ja, das finde ich in Ordnung. Jetzt noch die Badekleidung und dann haben wir es auch geschafft. So, einmal die Frisur. Und dann finde ich das auch in Ordnung. Jetzt könnt ihr mir ja mal sagen, was haltet ihr denn so von Caleb, wie er jetzt aussieht? Haben wir ihn jetzt seiner Persönlichkeit beraubt? Oder... Wow, nice. Wir nehmen das T-Shirt wieder. Also ihr könnt mir ja mal sagen, haben wir ihn jetzt seiner Persönlichkeit beraubt? Oder ist das immer noch Caleb, wie wir ihn kennen? Oder ist das jetzt, ich weiß auch nicht, jemand komplett Neues? Und ihr wollt ihn gar nicht mehr kennenlernen, sagt so, Caleb, das war's, du bist durch, du bist gestorben für uns. Ich finde, er hat sowas Hipster-mäßiges, vielleicht könnte er ja noch eine Brille tragen. Hat er tatsächlich, also das sieht schon lustig aus. Und ich guck grad nochmal, Wir lassen erstmal die Brille weg. Okay, dann geht's dir wieder raus. Ach ja. Das ist doch ganz schön. Der Computer verfügt über eine Interaktion, mit dem du ein Baby, Kleinkind oder Kind adoptieren kannst. Ja, ich stehe eigentlich eher auf eigene Kinder, deswegen... Okay, Outfits. Outfit ändern. Hat er es nicht gespeichert? Ach nee. Verdammt. Moment, da müssen wir nochmal schnell zurück und wir ändern das jetzt mal. Was hat er, wieso hat er das nicht gespeichert? Das verstehe ich. Ach so, weil er noch ein Vampir ist. Ah ja. Okay, da müssen wir jetzt erstmal aus dem Vampirmodus raus. Oh, ich dachte jetzt schon, ich müsste alles neu machen. Das wäre ja grauenhaft gewesen. Okay, Moment. So, Vampir. Dunkle Form verstecken. 1, 2, 3 und... Zack! Da ist unser getarnter Caleb. Der sieht irgendwie ein bisschen... Oh je. Oh nein, das tut mir leid. Das tut mir leid. Okay, dann geh mal... Dann ver... Ist der Strom aus oder was ist los? Moment, lesen. Oh, er ist ein guter Leser. Und dann liest mal Vampir Enzyklopädie. Dafür hast du noch Zeit. Dafür haben wir noch Zeit. So, und wann muss er denn arbeiten? Er hat das Wochenende über frei, das ist super. Vanessa hingegen muss gleich noch arbeiten. Das warten wir dann auf jeden Fall noch ab. Und dann gucken wir mal. Jetzt haben wir schon 3 Sims, das bedeutet, jeder muss irgendwie einen Tag in der Woche mal arbeiten. Das heißt, wir haben immer jemanden zu Hause und es ist nicht so, dass alle gleichzeitig frei haben oder gleichzeitig arbeiten.
Das heißt, immer ist jemand zu Hause und da bin ich ganz froh drüber. Okay, hat er schon eine, die Vampirfähigkeit noch nicht. Was ist los? Schütte mir dein Herz aus, Caleb. Okay, ja, will nicht mal lesen. Na komm, du musst das Buch lesen. Bitte. Du musst es lesen. Na komm. Ah, jetzt liest er es. Sehr gut. Sehr gut. Okay, vielleicht bringt das jetzt ja auch was. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, der ist genau das Richtige für dich. Danke. Schließe auf alles im Verteil 100 Launen ab. Launisch! Yay, wir haben eine Errungenschaft erzielt. Das ist doch super. Und ich würde sagen, wir sind für heute erstmal durch. Wir werden jetzt ein bisschen noch Caleb beim Lesen zuschauen. Aber damit verabschiede ich mich von euch und freue mich, dass es morgen wieder weitergeht beim Bauen. Also, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.